Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Let's Play hier in OMSI 2, den Omnibus Simulator. Mein Name ist Thomas und ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen. Wieder mal auf der Karte steht der Dreieck. Diesmal fahren wir nicht die Linie R49, sondern fahren die Linie R52. Wir sind ja vorhin, in der letzten Folge sind wir ja die R49 zurückgefahren. Natürlich mit Leihwagen der AVG, der immer noch keine Macke hat, aber jetzt mal an dieser Stelle hier einen schönen Gruß an die AVG, ne? Sucht doch dem nächsten anderen Idioten, der so eng gestrickt mit einem Schaltwagenbus fährt, ne? So. Und zwar fahren wir jetzt die R52 vom Kaisertal, da stehen wir gerade, nach Laubendal. Und damit das überhaupt stattfinden kann, gehen wir mal in die Innenansicht, schildern mal. Und dann werden wir ja gleich sehen, ob andere mitfahren wollen. 52. Ah. 52. OMSI. Ne, es ist nicht OMSI, das ist meine Tastatur. No. Route 2, so. Tür auf, machen wir mal den Motor an. Und nämlich in einer Minute Abfahrt. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So. Wenn man hier schon unschwer erkennen kann, steht der Kollege mit dem Citaro daneben mir. Da habe ich wohl vergessen, die Hofdatei einzufügen. Auf jeden Fall R52 Schild. Sagt er, ja, das kann meiner nicht. Der sagt nämlich nur 52. Der Kollege fährt jetzt nämlich weiter als die R49. Regio Forster Kaisertal. Ich fahre hier mit AVG nach Laubendal, Hauptbahnhof Süd. Ne? Sehe ich das gerade richtig, dass die Lichter da hinten ein bisschen schwach sind? Egal. Ist ja noch hellig der Tag, ne? So, Bimmel tut's auch schon, eine Minute haben wir Abfahrt. Das wird eine etwas längere Linie. Ob ich da die Rücktour zeige, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. So. 1431, Kirchgasse, Elmbruchstraße, Kreuzkamm, Griesbach, Ortseingang. Sind wir, glaube ich, auch ein bisschen auf der Autobahn oder sowas unterwegs. Schnellstraße auf jeden Fall. Man wird sehen. Lassen wir uns überraschen. Tür zu, Abfahrt. So, jetzt haben wir ja wieder keinen Zeitdruck, also können wir uns mal ein bisschen Zeit lassen hier. So. Fahren ja jetzt die R52, also eine andere Linie als vorher, aber ja, wir müssen trotzdem noch durch enge Scheiße durch, das werden wir ja sehen. Oder beziehungsweise das werdet ihr gleich sehen. Unwahrscheinlich, also mein, ich kenn. Jetzt ist daneben ja auch noch so einer! Ich meine, ich kenne die Fahrzeuge. Die fahren ja nicht nur mit Standgas rum, hoffe ich doch. Ehemalige DDR-Fahrzeuge werden ja wohl in der Lage sein, ein Gaspedal drin zu haben, oder? Du bist gar nicht mit, oder was?
gut. Wenn er will, der hat schon mal. So, jetzt fahren wir hier ist in die andere Richtung. Jetzt kommt nämlich noch ein anderes Problem dazu. Nicht nur, dass man nicht nur, dass man hier jetzt rote Ampel hat. Nee, es ist immer noch eng. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Jetzt können wir gleich erstmal wieder ein bisschen Gas geben. Wenn man eine angenehme Temperatur von 20 Grad im Bus, das ist sehr schön. Das heißt, der Heizer funktioniert, obwohl mein Fenster offen ist. Das könnte also dann auch im Winter bedeuten, dass es vorangeht. Mal aufpassen, wenn er hier die. Das war der Randstein, liebe Leute. Kreuzkamp. So, beschleunigen. Also mit dem Schaltwagen zu fahren macht immer noch Spaß. Also ich würde mal sagen, das war die beste Investition, die wir je was hätten tun können. Uns das G27 zu holen. Hier links geht es übrigens rein zum Betriebshof. Da war 50. Jetzt haben wir aufgehoben, also sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen Gas geben. Gas! Also ich befürchte fast, der Bus müsste nach dieser Tour in die Inspektion, weil die Bremsen vielleicht runter sein könnten. Ich muss hier lang. Hallo. Hallo. Griesbach, Ortseingang. So, Griesbach, Ortseingang. Nein, nicht abscheißen. Du darfst jetzt auf keinen Fall abscheißen. Und da haben wir natürlich ein bisschen FPS-Lag. Der ist aber gerade noch am Kalkulieren. So. Ups. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das hat seine Vorteile, wenn man den Leuten nicht ins Gesicht schauen muss, ne?
Vor mir habe ich einen Bus stehen, das ist nicht schön. Und was ist das? Natürlich! Ein Citaro! Der erstmal in die falsche Richtung blinkt. Also erstmal hier rein, Blinker wechseln und dann hier rein. Wo müssen wir denn hier? Ja, Ankunft, Ende der Fahrten. Jetzt fahren wir wieder zurück. Immer noch der gleiche Gang, Leute, ne? Griesbach Bahnhof. Es folgt ein kurzer Aufenthalt zur Anschlusssicherung. Hallo. Anschlusssicherung. Hallo. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. Da hast du deinen normalen Fahrschein. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Jo, gerne. Siehst du, wenn man das freundlich sagt, dann kriegt man auch freundlich einen Fahrschein. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Jetzt muss ich diese Haltestelle nochmal anfahren. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte bitte. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Bitteschön. Oh, wir haben jetzt wieder eine Verfrühung von einer Minute. Ja, gut. Fahren wir trotzdem weiter, oder? Diese Anschlusssicherung, das ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen weiter von hergezogen. Wisst ihr, ich habe die Bremsen geschont, liebe AVG. Hallo, eine Tageskarte, selbstverständlich. Bitteschön. Danke. Bitte. Hallo. Hallöchen, schöne Frau. Kann man sogar zugucken, wie die da hinten sich hinsetzen. Da sieht man jetzt auch mal schön den Innenraum, den die MAK Software hier designt hat. Also, da muss ich schon sagen, also, top. Top. Was anderes darf ich auch nicht sagen, Leute. Nein, war ein Spaß. Erika-Straße. Erika-Straße. Hallo.
Hallo. Gabelung. Nächste Haltestelle, Gabelung. Ausstieg in Fahrtrichtung unten. Nein, bitte nicht aussteigen, weil sonst ist Fahrtrichtung draußen. Dann fliegt dieses Umse nämlich mal so ein bisschen durch die Gegend, aber nur ganz geringfügig. Gabeling, Pausenplatz. Wir brauchen keine Pause, wir haben nämlich keine Pause. Hallo. Streitet euch, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Einmal nochmal, bitte. Einmal nochmal, eine Hand reicht, bitte. Mal eine Kasse, ne? Also Sicherheit, Safety first. Danke. Bitte. Eine Tageskarte, bitte. Ja, eine Tageskarte. Bitte schön, junge Dame. Danke. Bitte. Aber ein Vorteil hat der ganze Scheiß jetzt. Wir haben eine ausreichende Motortemperatur, um den mal so richtig durchzudrücken. Wir können mal so richtig ausfahren. Und selbst wenn die Teile da hinten im Motor durch die Gegend fahren. Nein, das wäre natürlich schlecht, weil das wird mir dann von meinem Gehalt abgezogen. Achso, ja, fällt mir ein, ich kriege ja kein Gehalt mehr. Also wenn ihr Lust habt, auch in einen virtuellen Betrieb reinzugehen, dann meldet euch bei der allgemein-verkehrsgesellschaft.de. Da könnt ihr euch dann registrieren und dann seid ihr Teil der AVG und könnt natürlich auch dieses wunderschöne, wunderbare Rebein fahren. Und das Schöne ist, ihr kriegt sogar noch Dienste zugeteilt, so wie ich. Och, jetzt komm, jetzt wird doch grün, hä? Den Motor ja nicht weiter belasten, als es unbedingt nötig ist, ne? Für sowas braucht man keine Bremse, einfach nur eine Motorbremse. Deswegen liebe ich diese Schaltwagen. Schaltwagen. Hallo. Dann gibt es eigentlich Hallo. Nur noch eine Linie, die ich noch nicht gezeigt habe. Hallo, grüße. Und zwar die 27 oder die NE75. Müsst ihr euch mal überlegen. Schreibt es in die Kommentare rein. Vielleicht wollt ihr die 75 sehen, beziehungsweise die 27. Die 27 fahre ich dann allerdings als Schaltwagen-Variante. Kastanienwald.
So, habt ihr das gesehen? So macht man das neuerdings. Erstmal erst gerade rechts überholen. So, Kreuzung Spackel, Kreuzung Spackel. Schauen wir mal, ob man das noch pünktlich schafft bis zum Bahnhof. War natürlich jetzt pure Absicht, Leute. Kupplung ein bisschen abfahren. Wenn ich schon das Getriebe schone mit meinem Zwischengang. Was ist denn das für eine blöde Ampel? Zeigt mir auf der Busspur. Ich darf fahren. Und darf es dann doch nicht. Eine Fahrkarte den ganzen Tag gilt, das nennt man Tageskarte, lieber dein Kollege. Hallo. Hallo, grüß Sie. Jo, moin. So, jetzt können wir nur hoffen, dass man hier schnell loskommt. Ich kann auch mal versuchen, mit durchdrehenden Reifen loszufahren. Aber das macht man als ordentlicher Busfahrer natürlich nicht. So langsam kriege ich jetzt aber einen Kupplungsfuß, ne? Ich habe den Gang eingelegt. Beweis, geht kurz runter von der Kupplung. Habt ihr gesehen? Komm schon. Eisenbahnstraße. So, da vorne halte ich nicht. Bin das letzte Mal schon drauf reingefahren. Das machen wir diesmal nicht neu nochmal. Wir sind ja eine Regionallinie, das heißt, wir lassen hier an dieser Stelle ein paar Stationen aus.
So geht's natürlich auch, aber die Verspätung steigt immer mehr. Schnell schalten kann man mit dem Bus auch nicht. Also ihr seht, die RVG-Busse sind immer gewartet. Das könnt ihr mit einem ungewarteten Bus nicht machen. Ein Auto überholen bei der Beschleunigung mit dem Bus. Hallo? Ich habe einen leicht nervösen Gasfuß, glaube ich. In Anbetracht dessen, dass man fast 3 Minuten Verspätung hat. Nicht verwunderlich, oder? Oh Mensch! Jetzt willkommen in der Eisenbahnstraße. Nichts Altes, haben wir dann Pause. Da fährt sowieso nie einer, also warum soll ich da anhalten? So gebremst, dass noch nicht mal einer sich beschwert hat. Also, war das gut oder war das gut? So, nächster Halt, Hauptbahnhof, und zwar an Bussteig 1B. Ich glaube, das müsste 1B sein. Ne, das ist 2B. Ist das hier 1B? Letztes Mal schon gesucht. Das ist 2A. Ja, war Auto, ist kein Problem. Hier ist 1B. Genau. Die Leute steigen aus. Alles ist gut. Nur ich krieg keinen Dienstplan. Warum nicht?
ist doch hier 1B. Ja, 1B. Steht sogar da. Hier steht 1B. Hauptbahnhof Südeingang. Ach, ich muss nur weiterfahren. Ups! Wollt hier einer rein? Nee. Hauptbahnhof Süd. Jetzt muss ich doch mal gucken. Hier war ich noch nie. So weit bin ich noch nie gefahren. Was steht da oben drüber? Das kann man jetzt schlecht sehen. N42 Hauptbahnhof Süd. Ampelphasen auf 40 bis 45 Dingens ausgelegt. Ist das eine Türofen oder was? Oh, leck mich doch an, Scheiße. Ach, Richtung Hauptbahnhof Süd. Oh, Kaiserstraße ist falsch. Hauptbahnhof Süd. Was sagt der? Alle R52, Hauptbahnhof Süd, bla bla bla. So, ich darf fahren. So Leute, sicher war ich noch nicht. Hast du Glück gehabt, dass du mir nicht in die Karre gefahren bist? Da haben wir jetzt die Fahrtauswertung. Hier ist Hauptbahnhof Süd also. Genau hier in der Kurve. Ne, das glaube ich dann doch zu bezweifeln. Wo muss ich denn jetzt hier parken? Wie gut, dass ich fahrblind bin. Echt ohne Scheiß. Das ist jedes Mal das Gleiche. Könnt ihr das nicht in einer anderen Farbe machen? So, Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage danke fürs Zusehen. Man sieht sich das nächste Mal auf der Linie 27. Da fahre ich allerdings mit einem anderen Bus, allerdings auch wieder von der AVG und sage bis dahin. Haut rein, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Thomas. Ciao, ciao.